Hallo, ich bin Ingo, arbeite für die Scorpions, bin der Gitarrentechniker von Matthias Jarbs. Wir sind hier gerade bei den Proben für die neue Tour nach dem neuen Album im Peppermint Park Studio in Hannover, in unserer Heimatstadt. Und ich bin hier und präsentiere euch mein Setup. Das ist das Pedal, mit dem alles angefangen hat hier, der Dual. Und das Problem war, dass wir in Mexico City gespielt haben im Stadion. Ich glaube, 40.000 Leute oder sowas, ich weiß es nicht mehr genau. Das ist immer sehr hektisch in solchen Städten. Es ist immer unheimlich viel los. Und ich halt alles aufgebaut habe und dann plötzlich festgestellt habe, dass ich ein unheimliches Störgeräusch auf meiner gesamten Anlage habe. Lauter als das Signal an sich. Das heißt, ich habe mir ganz einfach einen Radiosender, eine Radiostation von irgendwo gefangen. Ich weiß nicht von wo und wie es halt passiert ist. Das Problem ist, wenn man Erden hochlegt, wird das System anfällig für solche Sachen. Und bei mir in dem Fall war es halt so. Das heißt, ich wusste nicht genau, wie ich die Show nun machen soll und habe dann eben ganz einfach dieses Pedal hier ausprobiert. Und damit war es dann, hat es funktioniert. Es ist halt, wie gesagt, A und B sind halt voneinander isoliert. Ich kann nicht genau erklären, was da passiert ist, aber ich weiß auf jeden Fall, dass es funktioniert hat. Wir konnten die Show machen und ich konnte mich wieder beruhigen. Sehr, sehr gut. Damit hat es angefangen. Ich habe zwei Sender und ein Kabel als Spare, falls die Sender mal ausfallen, die alle über den 3-at-1 verwaltet werden. Das Schöne dabei ist, dass ich halt hier ganz einfach, wenn ich jetzt, ich habe jetzt die Gitarre auf Kanal B. Wenn ich einfach den gleichen Schalter nochmal drücke, dann ist das Ganze gemutet. Und das ist sehr schön. Das heißt, das System ist leise, das benutze ich für Gitarrenwechsel und ich benutze es auch, wenn ich ganz schnell zwischendurch mal tunen möchte. Na, jetzt habe ich es gemutet, habe es dann halt auf den Tuner geroutet, was bedeutet, ich habe halt zwei Ausgänge. Der eine ist der Main-Ausgang für den Amp und der andere Ausgang habe ich jetzt in meinem Fall einfach einen Tuner angeschlossen. Und je nachdem, wie man es halt hat, wird es halt auf den einen oder auf den anderen halt gelegt. Das funktioniert auch mit zwei Amps, ist in meinem Fall aber jetzt nicht notwendig, weil ich das halt mit dem Dual mache und ich die halt programmieren muss. Das hier ist in dem Fall hier nicht möglich. Aber es ist halt so, dass, wie gesagt, wenn ich schnell tunen will, dann schnell gemutet und schon habe ich den Tuner dran. Das funktioniert bei allen dreien. Das heißt, ich muss jetzt hier nicht irgendwie einen extra Schalter dafür haben oder sonst was. Wenn ich auf A bin, kann ich es muten. Wenn ich auf C bin, wenn ich am Kabel wäre, würde es auch funktionieren. Und dann habe ich halt gleich den Tuner dran und alles geht sehr, sehr schnell. Ansonsten ist jetzt zum ersten Mal, wir sind gerade dabei, eben die neue Tour vorzubereiten mit den neuen Songs vom kommenden Album. Das erste Mal dabei ist jetzt dieser D-Loop. Ganz neu. Ich habe jetzt für einige Songs halt einen Chorus dabei und auch ein Distortion-Pedal dabei und neuerdings auch ein Wah-Wah-Pedal. Das heißt, ich möchte aber diese ganzen Sachen nicht in meinem Signalweg haben, wenn ich sie nicht benutze. Und das macht halt der D-Loop. Das bedeutet, er nimmt die Sachen einfach aus dem Signalweg raus mit True Bypass. Und ja, ich kann es halt auch hier voll programmieren. Ich habe halt jetzt auf Loop A habe ich Distortion und den Chorus zusammen, die ich hier dann gegebenenfalls noch an- und ausschalte. Loop B habe ich halt das Wah-Wah-Pedal und wenn ich da ein bisschen mehr Gain haben möchte, dann mache ich das eben mit dem Buffer, den ich noch zusätzlich schalte. Das Ganze ist eben auch voll programmierbar. Insofern drücke ich halt einfach nur drauf und habe gleich die Settings, die ich brauche. Es ist aber so, dass ich natürlich bei diesen Sachen und bei den Lautstärken, die wir benutzen und bei den Sound-Ansprüchen, die wir durchaus haben, möchte ich alles, was ich nicht benutze, auch nicht im Signalweg haben. Und das ermöglicht mir halt der D-Loop. Was ganz einfach bedeutet, ich kann halt hier meine Effekte ganz einfach über Loop A oder Loop B einschleifen und wenn ich sie nicht benutze, dann nehme ich es einfach wieder raus. Ich nehme es hier einfach mal rein, habe jetzt hier den Chorus auf A. Ich habe auch das Distortion-Pedal noch dazu auf A. Jetzt hört man eben, dass ein leichtes Rauschen entsteht, was jetzt nicht durch den Looper kommt, sondern was ganz einfach durch diese Pedale kommt. Und das kann man ganz einfach nicht ändern, weil ich habe hier sehr, sehr viel Verzerrung auf dem Distortion und der Chorus rauscht auch ein bisschen. Das ist halt einer der Gründe, warum ich das natürlich raushaben will. Das heißt, ich schalte es einfach aus und weg ist es. Und das ist genau das, was ich brauche. Das ist genau so, wie ich es haben möchte. Die beiden Effekte schalte ich halt an und aus, je nachdem, wie ich es halt brauche. Ansonsten habe ich noch ein Wah-Wah-Pedal im Setup, was ich auf Loop B liegen habe. Und es halt so ist, dass das Wah-Wah-Pedal in diesem Fall auf der Bühne ist. Wir spielen sehr, sehr große Bühnen, zum Teil Stadien und alles Mögliche. Das heißt, ich habe mindestens 20 Meter Kabelwege bis zum Wah-Wah-Pedal, was einfach sehr, sehr lang ist. Was auch ein weiterer Grund ist, warum ich es nicht im Signalweg haben will, die ganze Zeit. Über, weil es ist mir ganz abgesehen davon auch viel zu gefährlich, weil ein Kabel rausgehen kann und alles Mögliche.
Und wie gesagt, eben eventuell auch Soundverluste entstehen können. Falls das so sein sollte, kann ich die halt aufholen, indem ich einfach den Buffer noch dazu schalte. Den kann ich voll regeln. Ich kann also einmal mit voll gain und kann es eben auch runterregeln, wenn ich eben weniger haben will, je nachdem, wie ich es halt brauche, wie ich den Sound halt möchte. Das Ganze, wie gesagt, auch voll programmierbar. Was bedeutet, ich werde es dann halt in Zukunft so haben, dass ich halt auf Loop B habe ich halt das Wah-Wah-Pedal an und den Buffer und muss ich halt nur auf B gehen und dann habe ich es auch schon. Und auf A werde ich dann eben den Buffer nicht mehr haben, das Wah-Wah-Pedal auch nicht mehr, weil ich es bei dem Song halt nicht brauche, sondern einfach nur Chorus und Distortion und schon ist alles gut. Das Ganze geht dann von da aus weiter an zwei Amps, die ich zur gleichen Zeit benutze und zusätzlich schalte ich noch eine Talkbox dazu, die separat läuft, die aber unter anderem auch in einem Setup läuft, wo alle drei Signale zur gleichen Zeit laufen müssen. Alles ist brummfrei, dadurch, dass halt Ausgang A und B isoliert ist voneinander, ist das, ja, wie gesagt, genauso, wie ich es halt brauche. Ich habe im Normalfall halt Amp A und Amp B zur gleichen Zeit. Das ist ganz einfach. So alles sehr voll ist. Ich kann die jetzt auch einfach mal demonstrieren. Ich kann den einen halt abschalten. Das wäre nur der eine. Das ist der zweite dazu. Das wäre nur der zweite. Das Ganze funktioniert ohne Brumm, daher dass Ausgang B ganz einfach isoliert ist von allem. Das heißt, ich kriege keine Brummschleifen. Ansonsten habe ich in meinem Setup eben noch eine Voicebox zusätzlich und ich kann es, wie ich vorher schon gesagt habe, halt programmieren, so wie ich es benötige. Was bedeutet, Setup A ist für mich mein Hauptsetup, sind zwei Amps zur gleichen Zeit. Bei B habe ich alles an. Das bedeutet A, B und C in dem, oder T halt in diesem Fall, wäre dann halt noch der Voicebox-Amp dazu. Und dann habe ich eben noch ein Setup bei Songs wie The Zoo zum Beispiel, wo ich dann während des Voicebox-Solo, also wenn Matthias das Voicebox-Solo spielt, habe ich ganz einfach nur die Voicebox an und alle Amps sind halt aus. So funktioniert's. Alles wie gesagt voll programmierbar, was mir die Arbeit extrem vereinfacht, weil ich von hier aus einfach alles schalten kann. Es macht alles keine Geräusche. Das, was man gehört hat, war die Voicebox und alles wunderbar. Und das ist im Grunde genommen das, was ich so benutze und es funktioniert sehr, sehr gut. Wie gesagt, ich habe so keine Ausfälle, die Schalter sind extrem robust. Ich habe keine großen Geräusche beim Umschalten und das Allerbeste, wie gesagt, ich habe halt keinen Brummen. Und das ist das, ja, was ich so habe. So ist es.